Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 3. So würde es normalerweise lauten, aber beim Let's Play Format bzw. beim Let's Play Projekt Resident Evil 3 sind mir ein paar Komplikationen aufgetreten. Einige Dateien oder einige Parts sind bei mir beschädigt gewesen. Ich habe sau viel Glück gehabt. Es sind nur 3 Dateien beschädigt und auch nur sehr wenig, jeweils 5 Minuten mal 3, also ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten von dem Let's Play. Könnt ihr leider nicht sehen, das musste ich rausschneiden. Ich habe die Datei versucht zu retten, aber ich habe alles Mögliche getan und letzten Endes hätte ich die Option Nummer 1 gehabt, ich hätte es nochmal spielen können, dann hätte ich das ganze Projekt nochmal neu machen müssen und dafür habe ich leider nicht die Zeit und auch nicht die Nerven dazu gehabt. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß mit dem Let's Play habt und die wichtigen Cutscenes sind zum Glück alle erhalten geblieben und viel Spaß beim Let's Play. So, da bin ich wieder. Jetzt sollte es eigentlich nicht mehr laggen. Genau, hier wollte ich einmal schnell hin. Achso, ja. Wo haben wir das denn? So. Schießpulver! Hallo, liebe Zombies. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterland. Kommen musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Natürlich. Wer hat's gedacht? Zombies gegrillt. Ich hoffe, die sind auch tot. Kann ich die nicht messern eigentlich? Also nur so theoretisch gesehen. Ah, das geht leider nicht. In der Demo ging das, glaube ich. Demo hatte ich aber auch nur kurz mal angezockt. Jetzt können wir hier lang. Hallo, liebe Zombies. Lasst mich in Ruhe. Ich sollte mal vielleicht auch öfter auf die Karte schauen. Oh, was haben wir denn hier? Einmal das Messer. Oh. Rotes Kraut gegen Vergiftung. Wie schön. War doch so, oder? Bro, störe ich dich beim Essen? Und er lebt doch bestimmt 100 Pro. Stirb doch! Och, Mann. Wenn die wenigstens was droppen würden. Aber. Was bringt mir das jetzt? Ah, eine Abkürzung. Oh, super. Aber immerhin. Ja gut, aber da oben ging es auch noch weiter. Ja, kommt her. Aber ich bin froh, dass die langsam sind, mehr oder weniger. Ja, ist ja gut. Hier ging es nämlich auch noch weiter.
Hallo, jemand zu Hause? Natürlich. Okay, er scheint tot zu sein. Ist klar. Oh, und hier haben wir den lieben Code. Oder ein Tresörchen. Ah. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnittenes Brot. Das zeugt von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir die Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist eine einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht mal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquakua-Königin. Und sie würden sie nie einen Dieb verraten. Oh, dann wollen wir doch mal schauen. Oh. Neun. Drei. Mache ich was falsch? Ich muss selber erstmal schauen. Okay, doch, war richtig. So, wir rüsten jetzt erstmal unsere schöne Waffe aus. Leuchtpunktvisier. Aber bevor wir das machen, beziehungsweise... kombinieren. Hallo. Ja. Ist auf jeden Fall besser. Was es hier auch nicht gibt, im zweiten Teil von Resi, also in Resi 2, gab es ja so eine Flashbacks, so nenne ich es jetzt einfach mal. Da hast du ja zum Teil noch den Lickern, so heißen sie ja, oder auch Zombies nochmal eine Granate oder so in den Mund schieben können, aber hier ist das leider nicht der Fall. Oh, Schießpulver. Kombinieren. Kombinieren. Yeah. Ich höre irgendwas. Hört ihr das? Komme ich da rauf? Guck mal, was da oben ist. Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Eigentlich wollte ich das ausschalten. Ich habe die Steam-Benachrichtigung eigentlich ausgeschaltet. Warum immer noch was angezeigt wird, keine Ahnung. Okay, da kamen wir her. Okay. Wo geht's hier lang? Oh, hallo Munition. Munition ist immer gerne gesehen. Ah,
okay, wir sind jetzt hier oben. Jo, okay. Da ist ein Lebensmittelladen. Da ist ein Zombie. Ich gehe zum Lebensmittelladen. Oh, ekliger. Ekliges Mistvieh. Ich will mich in Ruhe umsehen. Hallo. Aquacore. Du bist doch tot, oder? Leute. Hier gibt es bestimmt die nächste Zeitungsausgabe. Die werde ich gerne haben. Was? Ich kann da nicht drüber klettern? Oh, aber eine Heilpflanze. So. Kombinieren. So. Ich will mal auf die Karte schauen. Okay, wir sind hier. Oh, das ist auch neu, in welche Richtung man sieht. Da ist so ein kleiner, ja, so eine kleine Taschenlampe, so ein kleines Lichtchen. Okay, was, hier habe ich was vergessen? Also übrigens, die roten Punkte, dort hat man immer irgendwas vergessen. Und hinter mir ist ein Safety Room? Was zur Hölle? Ist hier ein Safety Room? Hochwertige Schießpulver, nein, okay. Okay, dann haben wir hier alles in dem Raum. Ich habe mich gar nicht gesehen. Und angeblich soll da auch noch was sein. Was soll denn hier noch sein? Obwohl, kann ich da rauf? Nee. Lassen wir erstmal. Oh nö. Stirb! Oh, Leute. Gut. Ich würde mich gerne da nochmal umsehen. Oh, nö, drei Stück. Na, komm. Gegrillte Zombies sind schöne Zombies. Oh. Hallo, Herr Officer. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat gar nicht gewirkt. Oh, das Licht blendet ganz schön. Hallo? Gibt's hier noch was drin? Nee.
Aber ich habe natürlich irgendwas wieder hier übersehen, ne? Das war ja klar. Und hier brauche ich natürlich die Seitenschneider. Ja. Pistolenmuni. Gibt's hier noch was Schönes? Kann ich euch kaputt schlagen? Nein, natürlich nicht. Ich kann erstmal nachladen, ja? Schon habe ich überhaupt noch Platz. Ein. Flintenmunition. Yay, Schrot. Hei, hei, hei. Ihr lebt doch bestimmt, oder? Angeblich sind sie tot, okay. Ich traue dem Braten aber noch nicht. Hier brauchen wir wieder irgendwas. Oh, ein Safety Room. Hallo. Schmuckkästchen. Ja, wartet mal, wartet mal. Die können wir erstmal verstauen. Verstauen, verstauen. Den können wir auch verstauen. So. Schmuckkästchen, hallo. Ich. Ja, 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 das weiß ich doch. Untersuchen. Ein falscher Rubin offenbar so gefertigt, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Wunder, oh Wunder. Unbedingt absaven. Jo, dann haben wir hier alles. Ach, wir brauchen irgendeinen blöden Schlüssel. Wundert, dass hier keine Zombies sind. Vielleicht sollte ich das Mikro auch mal ein bisschen näher holen. Oh. Hier waren wir noch nicht. Ah, wir sind hier. Bin einmal rumgegangen. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Gucken, gucken, gucken. Da ist da. Wir müssen hier lang. Ah ne, da kommen wir da lang. Ich will noch mal wohin, wo wir noch nicht waren. Oh nö. Aber die Bewegungen hätten sie besser hinbekommen können. Na komm. Komm zu Papa. Los, Paff. Das wird schwer, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp.
Kriegen wir aber gebacken, okay. Und rein hier. So, da waren wir. Da kommen wir nicht lang. Es gab ein Gebäude, wo wir noch nicht drinne waren. Da waren wir. Und zwar da. Ey, wartet mal. So geht's doch viel einfacher. Ja. Mal komm. Steh auf. Messern. Ich wusste, dass sie noch lebt. Alter, wie viele diese Viecher denken, das ist Wahnsinn. Oh Gott. Was gibt's als Belohnung? Schießpulver! Ey, wo war ich doch noch gar nicht drin? Aber dann haben wir hier zumindest schon mal alles, okay? Ah, genau hier waren wir noch nicht drin. Der Dude lebt doch bestimmt, oder? Hey, Bro! Was, ist er tot? Alles klar? Ich will jetzt eigentlich keinen Schuss verschwenden, aber... Okay. Ich dachte, man kann, könnte denn da rein, aber... Ich hab schon auf dich gewartet. Na komm. Und jetzt Messern. Stirb, stirb, stirb! Ich will nicht wissen, ich spiele auf normal, wie man auf Veteran, na du kannst ja dann auch noch was freischalten, mehrere Schwierigkeitsstufen, aber wie man dann, ob man, wie oft man dann messern müsste. Oh, hallo. Löschschlauch. Ja, ganz, ganz wichtig. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt. Für den Fall, dass es... dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmals los... Patronen ordern. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Das sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir alle heil überstehen. Dass alles heil überstehen. Was zur Hölle... Wenn Sie ein Objekt zum Finden einer Tür oder Lösung eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie... Ja. Ich habe halt keinen Seitenschneider, ne? Das ist ein bisschen... schade. Aber eine Handgranate. Oh nein. Schießpulver, aber...
natürlich geht das nicht. Ja, toll. Ich habe aber noch keinen Seitenschneider. Ach komm, leck mich doch. Es ist doch alles blöde. Zombie hier. Bis jetzt sehe ich keinen, aber was ich sehe. Wenn man diese Dinger irgendwie alle tötet, gibt es Archivmente. Ne? Oh, Donuts. Kitte Bros Eisenbahnfahrten. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenden Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Ich brauche irgendwo so einen blöden Schlüssel. Der fehlt mir anscheinend. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in den Safety Room. Und zwar da vorne. Safety Room, komm zu Papa. So, So. Dich verstauen wir auch. Na, das wollte ich nicht. So, jetzt gehe ich nämlich nochmal zurück und hole mir dieses Schießpulver. Frage, wo war das doch mal? Hier links, ne? Ja. Die Zombies stehen übrigens auch nach einer Weile wieder auf. Das ist... Schießpulver war doch hier, oder? So. Nein. Kombinieren. Kombinieren und oh, nur 60. Wo ist der Safety Room? Donutladen. Oh, ich hab auch Bock auf Donuts. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal so... Ich habe gesehen, einige Gamer oder einige Let's Player haben so einen Cola-Kühlschrank oder auch einen Red Bull-Kühlschrank, je nachdem, bei sich stehen. Und nochmal einen extra Kühlschrank für Donuts. Ja, das haben auch einige. Aber kostet enorm viel Strom. Wartet mal, kann ich das nicht anders machen? Ne, ich bin voll logge. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier eine Karte. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Resi 3 wieder. Bis dann.